So, dann herzlich willkommen zur Wochenendausgabe des JFD Live Trading TV Formats. Es ist jetzt kurz vor 10 Uhr am Sonntag. Besprechen wir kurz den wichtigsten Index der Welt, der S&P 500 Index. Am Donnerstag touchiert er jetzt fast hier den EMA 200, hat dann aber im Tagesverlauf eben eine bullische Kerze ausgebildet, die wurde am nächsten Tag bestätigt. Allerdings ist er hier an den anderen beiden EMAs erstmal nicht vorbeigekommen. Intraday zwar, aber nicht auf Schlusskursbasis. Trotzdem hatte er noch eine kleine Mini-Rallye in der letzten Handelsstunde hingelegt. Das ist hier zu sehen und ist eigentlich recht positiv. Was man hier jetzt sieht bzw. beachten soll, dass diese 2041 nicht mehr unterschritten wird im Wochenverlauf. Ich habe hier jetzt auf JFD Brokers umgestellt. War schon die zwei Kaufzonen waren am Wochenende so deklariert worden nach der ersten Touchieren. Das war aber nur im Nachthandel möglich. Ja, ging es 30 Punkte nach oben, was im Dow Jones etwa auch 300 Punkte entspricht oder 280. Dann hätte es hier halten sollen. Dann sieht man hier oszillierte der Index an der Kaufzone nochmal herum. Dann brach er durch und kam direkt in der zweiten Zone wieder mit einem 300 bzw. 30 Punkte Anstieg vorbei. Schaltet man das jetzt, also da haben die Kaufzonen wieder optimal gepasst, schaltet man jetzt in auf den Parketthandel um, ist es hier etwas klarer. Das sollte eben hier diese Marke nicht mehr unterschritten werden, dann kann sich das wirklich als nachhaltige Kaufzone herausstellen. Kurzfristig waren es immer wieder Kaufzonen, wie man ja sieht. Und mittelfristig kann das jetzt hier wirklich auch mit dem Touchieren der Marke die Korrekturbewegung eben seit im April jetzt hier beendet sein. Also im Prinzip ging das dann fast einen Monat genau, diese Korrekturbewegung. Und dann werden wir hier ein neues Hoch vielleicht sehen. Wichtig noch hierbei ist eben unter 1991 sieht es erstmal kritisch aus. Da wären dann nochmal 30, direkte 30 Punkte Abgaben denkbar. Zum DAX. Hier habe ich jetzt erstmal den Stundenchart. Da sieht man, dass er über dem Wochenwiderstand, das ist hier die türkise Linie, am Freitag nicht ansteigen konnte, auch nachbörslich nicht. Da liegen wir bei 9.915, 10 Punkte etwa. Also liegt er knapp darunter. Jetzt kann es natürlich am Montag gleich mit steigenden US-Futuren direkt über diese Marke gehen. Das wäre dann meines Erachtens schon ein Breakaway-Gap, was kommt eben darauf an, ob es nur auch 20 Punkte wäre, trotzdem Breakaway-Gap. Wenn es eben nicht geschlossen wird, dann kann das hier sich schon schön nach oben ausdehnen. Der EMA 200 wird hier eigentlich nicht beachtet. Deswegen dürfte der auch einen Anstieg jetzt nicht unbedingt behindern. Eventuell einen leichten Rücksetzer und dann aber Richtung 10.030 dann durchstarten. Das wäre jetzt erstmal meine Prognose hier am Wochenende. Wie gesagt, man muss die Futures schauen und dann eben erst auch die Öffnung. So, kommen wir dann zum Gold- und Silberpreis. Gold hat hier am Donnerstag einen schönen, oder beziehungsweise am Mittwoch schon einen schönen Ausverkauf hingelegt. Das Kauflimit war schon, drei, vier Tage vorher bekannt, ist ausgeführt worden, schöne Rebreak, aber am Freitag ist er dann hier an dem
ehemaligen oder an dem Kauflimit, was auch noch aktiv war, gescheitert. Gab es einen leicht bärischen Abprall. Die Kerze hätte hier ja schöner ausfallen sollen, können, müssen. Allerdings, wenn hier das Tief jetzt nicht unterschritten wird, bleibe ich dabei, dass wir hier die Korrektur beendet haben und dass es dann hier aufwärts geht. Beim Silberpreis hatten wir ein Kauflimit bei 16,65. Da sieht man auch hier die Zone erstmal schön gehalten. Dann ist sie eben durchbrochen worden bis 16,35. Daneben Analyse geschrieben. Hier hat dann hier der graue Pfeil optimal gewirkt. Und diese zuerst Unterstützung, beziehungsweise halt unsere Kaufzone, war dann ein Widerstand und der wurde, wenn man jetzt hier weiter verfolgt, exakt am Freitag angelaufen, ist hier aber jetzt eben abgeprallt bärisch, konnte sich dann wieder ein bisschen fangen. Im Tageschart sieht es dann so aus. Auch hier, wenn dieses Tief nicht mehr unterschritten wird, sollte die Korrekturbewegung beendet sein und wir dürften ein neues Hoch sehen. Also hier könnte eben auch wenn jetzt hier das Kauflimit ein bisschen weiter oben war, aber das Tief halten sollte, eine Monsterbewegung nach oben stattfinden, beziehungsweise noch ein Monstergewinn, wenn man einfach die Position jetzt laufen lässt und den Stopp dort lässt, beziehungsweise dann demnächst, die nächsten Tage, nachzieht. Zu den Forex-Setups. Pfund gegen kanadischen Dollar lief ja perfekt und tatsächlich am Kursziel, was im Wochenchart ausgemacht worden ist, hat Pfund gegenüber kanadischen Dollar gedreht. Und man muss schon sagen, das ist jetzt schon ein signifikanter Rückgang. Das andere Pfund-Setup war zwar extrem profitabel auch, aber nicht so profitabel wie das andere Währungspaar. Hier habe ich dann gesagt, den Stopp hier nachziehen. Also ist man hier auch sehr gut noch rausgekommen. Ist definitiv weiter höher, als jetzt hier der Schlusskurs ist. Hier, solange eben die Tiefs nicht unterschritten wird, wo jetzt auch hier noch die Vorsicht-Long-Marke ist, kann sie sich hier nochmal nach oben entfalten oder allerdings nur noch so eine Bewegung machen und dann vielleicht nach unten, entweder komplett nach unten durch oder nochmal hier und dann nach oben. Also hier einfach auch die Marke, die schon bekannt ist, soll man wirklich schauen und abgleichen. Zum neuen Setup, was einmal auch eine Monsterbewegung war, da hat man diese ganze Bewegung, auch hier ist das Kursziel ja erreicht worden, auch fast direkt am Kursziel dann gedreht. Hier gab es dann nochmal ein Long Setup, was nicht gewirkt hat, weil er dann hier auch durch den EMA 200 ging. Jetzt ist hier am Freitag ein neues Kauflimit platziert worden, was erreicht worden ist und diese Kerze gefällt mir natürlich, als es das Kauflimit erreicht worden ist und die nachfolgende ist auch, sag ich mal, prickelnd. Der Stopp ist ja relativ eng und mal abwarten, ob sich das dann so entwickeln kann. Danke fürs Zuhören und allen noch einen schönen Sonntag.